Herzlich willkommen zu Digital Upgrade, dem Videopodcast mit Tipps, Tricks und News zu Microsoft Windows, Apple Mac OS, Linux, vielen Free- und Open Source Vorstellungen sowie der neuesten Unterhaltungselektronik. Und jetzt viel Spaß bei Digital Upgrade. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Show von Digital Upgrade. Ich bin der Basti. Und ich bin der Tino. Ja, für die zweite Show haben wir uns als Hauptthema das Thema Internet Security ausgesucht. Was haben wir für Unterthemen? Ja, zum einen haben wir uns den Avira Antivir Personal Edition Classic angeschaut, der für die Windows- und Linux-Oberfläche erhältlich ist. Außerdem haben wir uns für macOS den Freeware-Virenscanner ClamX AV angeschaut. Dann haben wir uns noch mal Windows angeschaut, was hat Windows von vornherein schon installiert, was uns schützt. Und da genau die Windows Firewall. Des Weiteren in der Abteilung Another Show, Another Firefox Plugin, die Extension Adblock Plus für den Firefox. Und zu guter Letzt haben wir noch den Spyboard Search and Destroy angeschaut, der uns mal zeigt, was für tolle Sachen wir so nebenbei installiert haben, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Und diese auch vernichtet. Richtig. Zusätzlich zum eben genannten haben wir noch einen Überblick über die Unterschiede der Sicherheitskonzepte zwischen Windows, macOS und Linux vorbereitet. Genau. Ja, die zweite Show, wie schon gesagt, und die erste Show hat super bombenmäßig eingeschlagen, hätten wir nie gedacht. Ja, das war wirklich super geil, danke, ja, macht weiter so. Super, danke. Klasse. Wir hatten allein in den ersten zwei Tagen über 400 Downloads, also damit hätten wir nie gerechnet. Der Traffic ist an der Obergrenze, aber wir machen trotzdem weiter. Was für euch auch nicht heißen sollt, dass ihr uns nicht mehr runterladen oder abonnieren sollt. Natürlich, zum Thema Abonnieren. Wir sind bei iTunes gelistet. Ja, nach 19 Stunden, hey! Unglaublich. So, und in dem Zusammenhang gleich eine kleine Bitte. Für alle, die uns jetzt direkt per Hand in iTunes abonniert haben, also unseren Feed einfach in iTunes reinkopiert haben, würden wir bitten... Mach das nicht! Hört auf damit! Für das erste Mal war super, aber in Zukunft geht doch bitte nochmal auf unsere Seite. Wir haben so einen Button eingebaut bei iTunes abonnieren. Klickt da drauf und ihr werdet direkt über den iTunes Music Store Abonnent von unserem Podcast. Und das bedeutet, wir können nur somit im iTunes Ranking steigen und nur so können wir den Podcast irgendwie noch bekannter machen oder noch mehr Leute damit erreichen. Und das ist für uns leider auch die einzige Möglichkeit, da wir es momentan komplett allein finanzieren. Ja, wir können uns momentan keine Werbung leisten. Wir sollen können, hey, den Jungs gebe ich gerne Kohle. Der soll uns mal schreiben. info@digitalupgrade.de. Ansonsten, wie gesagt, wäre super, wenn ihr das machen könntet. Schon mal vielen Dank im Voraus. Dann machen wir gleich mal weiter im Programm und beginnen mit dem Avira Antivir auf der Windows-Oberfläche. Viel Spaß! Zum Virenschutz unter Windows XP stellen wir euch heute den Antivir von Avira vor. Dazu müssen wir auf deren Homepage. Die befindet sich auf www.antivir-pe.de. Da wählen wir die Version Classic, die ist Freeware. Jetzt gehen wir auf Download. Jetzt abhängig vom System wählen wir hier den jeweiligen Download aus. In dem Fall jetzt zum Beispiel Windows XP. Speichern wir. Ist schon runtergeladen. Können wir die ganzen Fenster schließen. So, jetzt liegt die Installationsdatei auf dem Desktop. Das Handling und die Installation zeigen euch jetzt der Tino. Dann wollen wir den Antivirensoftware mal installieren. Weiter. Hier sind einige nützliche Informationen zum Programm, die ich aber schon kenne. Natürlich müssen wir auch, wie bei jedem anderen Programm, die Lizenzvereinbarungen akzeptieren. Wir sollten sie vorher einmal kurz durchgelesen haben. Mensch, du kannst schnell lesen. Tja, wer kann, der kann. Da die Antivir Personal Edition Classic speziell für private Anwendungen konzipiert ist, müssen wir hier bestätigen, dass wir sie nicht gewerblich nutzen. Was natürlich bei uns zutrifft. Nun wird noch eine zufällige Seriennummer generiert, die beim Update übertragen wird.
Somit wird sichergestellt, dass niemand die Software länger als die 5 Monate benutzt, was aber auch kein Problem ist, da man sie einfach wieder installieren kann, was auch nicht irgendwie illegal wäre oder so, sondern man kann es einfach machen. Hat dann einfach nur eine neue zufällige Seriennummer. Exakt. Wir installieren natürlich die vollständige Version, da wir benutzerdefiniert nichts anderes auswählen würden. Man kann über benutzerdefiniert nicht mehr hinzufügen, sondern schlichtweg Programmkomponenten, die man aus irgendeinem Grund nicht haben möchte, einfach abwählen. Wie wir jetzt sehen, hat Antivir im Hintergrund auf dem Desktop ein neues Icon angelegt, über das man Antivir in Zukunft per Hand auch noch starten kann. Jetzt können wir uns den README-Text noch durchlesen, das wir uns aber an dieser Stelle sparen. Wie wir sehen, hat Antivir auch jetzt hier in der Taskleiste gerade seinen Regenschirm aufgemacht, was bedeutet, der Antivirenguard ist bereit und aktiv. Nachdem wir die Installation abgeschlossen haben, fragt uns Antivir sofort, ob wir nicht gleich updaten wollen. Was natürlich sinnvoll ist, da wir so den besten Virenschutz gewährt haben. Das Update mag vielleicht bei ISDN-Verbindungen ein bisschen lang dauern, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und das ist keine Werbung. Wir sind nämlich nicht von Avira und Antivir gesponsert. Das ist einfach bei der Installation von Freeware so üblich, dass wenn es von der tollen Version auch eine Premium-Edition, die Geld kostet, gibt, auch gleich online bestellt werden kann. Genau, die wollen ja auch irgendwie Geld verdienen. So, das Update läuft. Und wie wir sehen, sind 3 Dateien erfolgreich aktualisiert worden und wir können einfach weitermachen. So, das wäre es auch schon gewesen, wenn einem der Guard alleine reicht, der einen vor 9 Viren auf der Festplatte schützt, was aber noch nicht heißt, dass wir auch auf der Festplatte noch keine Viren besitzen. Der Guard ist ein All-Access-Wächter, das heißt, er läuft im Hintergrund. Und sollte jetzt irgendein böses Programm versuchen zu starten, erkennt der Guard das normalerweise und blockt das ab. Es gibt aber im Gegensatz zu den All-Access-Wächtern noch die On-Demand-Virenscanner. Der Antivir hat beides integriert und mit dem On-Demand-Virenscanner kann man jetzt On-Demand, also sobald man es möchte, einfach einen Virenscan von ganz bestimmten Verzeichnissen, Laufwerken oder was auch immer durchführen. Da gibt es 2 verschiedene Varianten. Die einfachste zeige ich euch jetzt gleich. Dafür klickt ihr auf den Arbeitsplatz oder irgendeinen Ordner, den ihr durchsuchen wollt. Dann entweder eine Festplatte oder wie gesagt einen Ordner. Ich wähle hier den Workspace. Und dann möchte ich ausgewählte Dateien mit dem Antivir überprüfen. Dies wähle ich jetzt aus und so wird der On-Demand-Virenscanner gestartet. Nachdem wir jetzt hier keine halbe Stunde warten wollen, bis die ganze Sache durchgescannt wurde, brechen wir das jetzt wieder ab. Weil wir wissen, dass das Ganze hier so ist. Die andere Variante ist, ihr startet einfach den Virenscanner per Hand. Dafür klickt ihr auf den Regenschirm mit Rechtsklick und startet den Antivir. Dort könnt ihr jetzt auch sehen, welche Version ihr habt, ob ihr den Antivirenguard gestartet habt oder ob ihr das aktuelle Update besitzt. Hier könnt ihr direkt auch aus diesem Bildschirm raus das Update starten, was der Antivirus allerdings auch automatisch macht. Zudem sollten Viren gefunden werden, werden diese sofort in Quarantäne gestellt, was man unter Quarantäne überprüfen kann. Hier könnte man jetzt eventuell die Viren, die gefunden wurden, auch über den Papierkorb löschen oder wiederherstellen oder aus der Quarantäne halt einfach herausgehen. Dann ist noch ein schönes Feature für Leute, die sich unregelmäßig mit Updates beschäftigen oder unregelmäßig das Virenscanner laufen lassen. Es gibt einen Planer, der dies für einen ganz einfach übernehmen kann. Wie wir hier sehen, kann man eine vollständige Systemüberprüfung einstellen oder spezielle Ordner auswählen, sowie kann man ein tägliches Update aktivieren. Die vollständige Systemüberprüfung ist dann sinnvoll, wenn man zum Beispiel sein System sowieso 24 Stunden am Tag laufen lässt. Da kann man zum Beispiel nachts einfach den Virenscan zum Beispiel um 3 Uhr starten und ist am Morgen auf jeden Fall auf der sicheren Seite und kann sich sagen, okay, mein System ist sauber.
Was wir euch eigentlich zeigen wollten, ist, wie man aus dieser Ansicht aus direkt prüfen kann. Dazu gehen wir auf Desktop prüfen. Und hier können wir eins der Laufwerke oder eins der Arten auswählen, die wir scannen wollen. Zum Beispiel lokalen Festplatten, Suchlauf starten. Man könnte alternativ auch eine Desktop-Verknüpfung hierfür erstellen. Und so würde das Programm direkt per Klick auf ein Icon das vorher ausgewählte Ziel scannen. So, das kennen wir aber schon. Und das war's auch schon von Avira Antivir Personal Edition Classic. Und bleibt sauber! Das Tolle an Avira Antivir ist nicht nur, dass er die Viren super scannt, sondern er ist auch frei, kostet also nichts. Und ich würde es jedem empfehlen, der Windows benutzt, sich irgendeinen Freeware-Virenscanner runterzuladen. Genau, wo wir beim Thema Freeware-Virenscanner bereits sind. Wir haben auch einen Virenscanner für macOS getestet, wobei es bei macOS jetzt nicht so wichtig ist, wie bei Windows einen Virenscanner zu haben, aber dazu kommen wir später sowieso ja, noch. Also wie gesagt, wir zeigen euch jetzt ClamX AV, den Virenscanner, Freeware-Virenscanner für macOS. So, auch für den Mac gibt es einen Virenscanner. Klingt zwar komisch, ist aber so. Und der kostet auch nichts. Der nennt sich ClamX AV, gibt es bei markallen.co.uk. Software, ClamX AV und ClamX AV. So, dann möchte ich mir runterladen. Das tue ich gleich mal. Download ClamX AV und Backend. So, auf Diskette und Festplatte speichern, mache ich OK. Lädt runter. Dauert einen Moment. Und wie wir vorhin gesehen haben, ging es bei Windows viel schneller. Natürlich, natürlich. Yeah. Nachdem ClamX AV heruntergeladen worden ist, kann man auch direkt das Disk Image entpacken. Und los geht's. Öffnen Sie das gleiche Fenster. Wir schmeißen den ganzen Spaß direkt in den Programmordner. Er kopiert. Und starten direkt aus dem Programmordner. So, ClamX AV startet. In der Regel fragt ClamX AV an dieser Stelle, ob er noch den ClamX AV Systemdienst installieren sollte. Das solltet ihr auf jeden Fall bejahen. Wenn ClamX AV vorher schon installiert war, fragt er das natürlich nicht mehr. So, es gibt ein paar Einstellungen zu machen, die recht interessant und recht wichtig werden. Dazu gehen wir auf Einstellungen und sagen zum einen natürlich Alarm bei Virusfund. Klar. So, wir können natürlich gleich auch noch die Mails in Mbox-Dateien prüfen, was wenn irgendwas ist und warum wollen wir nicht auch einen Fortschrittsbalken haben. So, außerdem können wir sagen, beim Start von ClamX AV auf neue Version von ClamX AV prüfen, auf neue Version der Clam AV Engine prüfen und die Viren-Definition aktualisieren, so müssen wir uns da nicht drum kümmern. Einen Zeitplan können wir hier auch einstellen, das heißt, wenn wir zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwas Bestimmtes wollen, könnten wir das hier einstellen. Wenn wir irgendwelche Ordner haben, wo wir zum Beispiel genau wissen, da speichern mir irgendwelche lustigen Leute ganz oft lustige Sachen rein, können wir diese Ordner einfach direkt überwachen lassen und ClamX AV überwacht diese Ordner dann. Was sehr sinnvoll ist, ist Wechselmedien beim Einlegen scannen. Das heißt, wenn ich mir irgendeinen spaßigen USB-Stick von irgendwem ranstöpsle, dann wird der beim Anstöpseln erstmal gescannt. So, ich gehe auf OK. Alles wunderbar. Und hier gibt es den Punkt Virusdefinition aktualisieren, was man unbedingt machen sollte. Jetzt wird geprüft. Alles wunderbar. So, wenn ich jetzt per Hand irgendwas scannen möchte, gehe ich zum Beispiel hin, sage hier, das möchte ich scannen, öffnen und sage Scan starten. Jetzt fängt ClamX AV an zu starten und scannt los. Umso größer eine Datei ist, die gescannt wird, umso länger dauert natürlich der Scanvorgang. Man muss so einen Scanvorgang natürlich nur machen, wenn man befürchtet, etwas zu haben oder wenn man sehr lange nie nach Viren gescannt hat. Also, ich weiß, dass mein System sicher ist. Ich stoppe den Scan jetzt wieder. Und das war es eigentlich auch schon alles, was man über ClamX AV wissen musste. Es gibt sonst keine großartigen Einstellungsmöglichkeiten, da wir vorher hier in den Einstellungen alles erledigt haben. So, ClamX AV kann jetzt geschlossen werden. Auch das brauchen wir nicht mehr.
Das ist Scan-Material ausgeworfen. Und wenn jetzt irgendwas ist, Clamax AV läuft im Hintergrund durch den Systemdienst. Das war jetzt Clamax AV für die Macintosh-Plattform. Zum Thema Viren auf dem Mac habt ihr vielleicht, oder du vielleicht auch als Nicht-Mac-User, durch Heise zum Beispiel in letzter Zeit mitbekommen, dass es jetzt auch Viren für den Mac gibt, zumindest bisher zwei an der Zahl. Ja. Aber das mit den Viren muss man etwas relativieren, weil die Viren für den Mac sind ein bisschen unterschiedlich zu den Viren, die es für Windows gibt. Die Viren auf dem Mac nisten sich nicht einfach ein, also man lädt die nicht runter und zack, hat die sofort, sondern es ist halt so wie bei Mac, wie bei Macintosh nötig, an irgendwelche Systemeinstellungen zu machen, muss man sein Admin-Passwort eingeben. Und so machen das die Viren auch. Also wenn ihr irgendwas runterladet und plötzlich poppt irgendwas auf, gebt bitte dein Admin-Passwort ein. Vorher überlegen, habe ich das gewollt, habe ich das nicht gewollt. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und so ist man auch schon vor den aktuellen Viren, die es jetzt momentan für den Mac gibt, sehr sicher und muss sich da jetzt nicht so viel Gedanken machen. Also ein bisschen beim Browsen und beim Downloaden, ein bisschen Hirn anschalten, mitmachen, mitdenken, dann ist man da relativ sicher. Ja, so ist es übrigens auch bei Linux. Linux hat da auch speziell dieses Sicherheitskonzept, was auch im Mac realisiert wurde, dass man eben sein Administratorpasswort bei Systemänderungen eingeben muss. Genau dasselbe ist auch hier zu sagen, Hirn einschalten beim Surfen, dann passiert immer gleich sowas nicht. Und die Virenscanner, die es für Linux gibt, sind meistens für Serveranwendungen, wo man gegen irgendwelche Windows-Viren schützen will, dass sie eben nicht auf dem Server dann landen und irgendwie anderwertige User, die auf die Server zugreifen, dann stören. Genau, also das Konzept Mitdenken beim Surfen gilt nicht nur für Mac und Linux, sondern natürlich auch für Windows. Das ist sehr wichtig. Nicht einfach auf alles Ja und OK anklicken, was kommt, sondern sich ab und zu mal durchlesen, was sieht man da, was wird da geschrieben, weil sonst hat man schneller irgendwas auf der Platte, was man gar nicht möchte. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Genau, und da Surfen mit Hirn für Windows-User ganz speziell wichtig ist, da es für Windows eben die meisten Viren und die meisten fiesen Attacken, Hacker, Trojaner, alles Mögliche für Windows gibt, da eben auch das Anwendungsfeld das breiteste ist, haben wir für euch heute mal vorbereitet ein paar Informationen zur Windows Firewall, warum ihr die benutzen sollt. Tja, als Windows-User hat man es nicht leicht. Zum einen muss man sich mit unfertigen Builds herumärgern, zum anderen gibt es die größte Anzahl an Viren und Attacken für Windows. Wir wollen euch jetzt mal zeigen, wie ihr die Firewall aktiviert. Solltet ihr sie nicht aktiviert haben, kann man gleich hier sehen, in der Taskleiste befindet sich so ein wunderschönes Icon mit Windows-Sicherheitswarnungen. Da könnt ihr gleich draufklicken und die Firewall aktivieren. Es gibt aber natürlich auch noch eine andere Methode, über Start, Systemsteuerung und dann in das Sicherheitscenter. So, wie wir hier sehen, verdammt, meine Firewall ist inaktiv. Ich möchte natürlich die Firewall aktivieren, dabei klicke ich auf Empfehlungen und klicke auf Jetzt aktivieren. Wie wir jetzt sehen können, ist das Icon in der Taskleiste verschwunden und das Sicherheitscenter ist aktiviert. So, nun ist die Firewall aktiviert. Woran erkenne ich, dass die Windows Firewall aktiviert ist? Wenn ich auf Firewall klicke, kann ich sehen, meine Firewall ist aktiviert und ich kann entscheiden, ob ich keine Ausnahmen zulassen möchte, was natürlich die sicherste Variante ist, aber für die meisten Surfer eher uninteressant. Sagen wir mal, entweder sie wollen über Chatprogramme oder über Skype mit anderen Leuten telefonieren, wenn sie so keine Verbindung bekommen. Man kann natürlich die Ausnahmen anschauen, indem man hier oben auf Ausnahmen klickt. Bei mir zum Beispiel ist die Remote-Unterstützung und iTunes bereits erlaubt. Bei jedes Programm, das nach außen hin eine Verbindung aufbaut, fragt die Windows Firewall, ob wir dieses Programm als Ausnahme zulassen wollen. Das Ganze sieht so aus, es geht ein Pop-up auf und da steht dann drin, das Programm XY möchte auf das Internet zugreifen und dann kann man sagen, temporär zulassen, immer zulassen oder grundsätzlich verbieten. Das nächste ist, es gibt natürlich auch verschiedene Anschlüsse, wo überprüft werden müssen. Zum Beispiel zum einen Netzwerk oder Internetverbindungen. Diese kann man bei erweitert einstellen. Zum Beispiel, wenn ihr nur eine LAN-Verbindung habt und ihr möchtet gerne im Netzwerk zu Hause keine Kontrolle und ihr habt noch eine zusätzliche Internetverbindung, könnt ihr eins von beiden ausschalten und dann wird auch das Icon, dieses Schloss an der Netzwerkverbindung weg sein. Das zeige ich euch jetzt. So, und das war's auch schon. Alles Wissen, Werte wisst ihr jetzt. Jetzt könnt ihr euch schon mal ein bisschen vor fiesen Eindringlingen schützen. Es gibt natürlich noch bessere Varianten. Aber auf jeden Fall, das ist mitgeliefert
ist umsonst und schlecht ist es auf jeden Fall nicht. Und es wird regelmäßig abgedatet, Windows hat da die Hand drauf, also check it out. Wer die Windows Firewall noch nicht aktiviert hat und keine andere Firewall verwendet, sollte sich dafür entscheiden, die Windows Firewall zu aktivieren. Es gibt natürlich auch noch eine andere Möglichkeit, andere Firewalls. Als Beispiel dafür auch ein super Freeware-Produkt von der Firma Zone Labs, Zone Alarm. Ja. Könnt ihr euch mal laden, wir blenden den Link dazu unten ein. Findet ihr natürlich auch auf unserer Website in den Show Notes. Richtig, aber irgendwas habe ich vergessen, irgendwas wollten wir noch sagen. Ah, was war das? Ach ja, wir hatten letzte Woche das Gewinnspiel vorgestellt. Richtig. Genau, ja. Wir wollten heute eigentlich die Gewinner verkünden, aber nachdem zwischen der Veröffentlichung der ersten Sendung und der Aufnahme der zweiten Sendung so wenig Zeit vergangen ist. 2 Tage. Das ist richtig. Wenn wir das Ganze natürlich verlängern, damit auch die Leute, die ein bisschen später zustoßen, auch die Chance haben. Und zwar werden wir das bis nächste Woche verlängern. Ein Sendeschluss ist Mittwoch, nächste Woche. Das ist der 29. Ihr findet auf unserer Webseite ein Formular, wo ihr eure Antwort eingeben könnt. Ja, ganz neu. Die Frage und auch die Antwort zur Frage findet ihr in der ersten Show, irgendwo schön versteckt oder nicht so arg versteckt. Nochmal zu unseren Preisen. Wir haben hier von NEC einen SIM-Card Data Protector bekommen. Und zwar, das ist ein recht cooles Ding. Damit kann ich meine SIM-Karte nehmen, kann die in diesen Protector reinschieben, auf den Knopf drücken und er speichert mir alle Adresseinträge und so, die ich auf der SIM-Karte habe, in diesen Protector rein. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Handy bekomme, einen neuen Vertrag bekomme, kann ich das Ganze einfach wieder zurückspielen und muss nicht per Hand oder per Datenkabel, das ich mir kaufen muss oder irgendwas, die ganzen Einträge zurückspielen. So, der zweite Preis, den seht ihr gleich zweimal im Bild. Und zwar ist das unser Digital Upgrade Shirt mit dem Namen des Gewinners drauf, auf dem Ärmel und der Webseite auf der Rückseite. Das ist, wie gesagt, der zweite Preis. Der dritte Preis, stell dir noch mal kurz vor. Wir haben so ein tolles Schraubenzieher-Set, das sind so Bits. 6 Stück an der Zahl für jeden Bastler oder der gerne mal an seinem Rechner rumschraubt, unerlässlich. Das Coole ist, man kann sich seinen Schlüsselbund hängen und kann es immer da warm, es ist wirklich klein, wieder gesponsert von NEC. Vielen Dank nochmal dafür. Richtig, vielen Dank. Sonst, wir haben noch ein paar Trostpreise, Schlüsselbänder von verschiedenen Firmen für euch. Also wie gesagt, macht mit auf der Homepage www.digitalupgrade.de. Findet ihr direkt auf der Startseite rechts oben den Link zum Gewinnspielformular. Da steht auch die Frage nochmal, wenn ihr es vielleicht sowieso schon wisst, könnt ihr es einfach eintragen und mitmachen. Wie gesagt, 29. ist der Einsendeschluss. Und jetzt viel Spaß bei den News. Genau. Google Desktop 3 Beta erscheint in Kürze und das Tolle an dieser Version ist, sie wird auch in Deutsch erhältlich sein. Der Vorteil am Google Desktop ist, er hat eine tolle Search-Funktion integriert, die wirklich schnell und effektiv funktioniert. Der Vorteil ist, es wird ein Index vorher aufgebaut von Inhalten, von Dateien und von Suchwörtern. Und das heißt, das System muss nicht erst, wenn man anfängt zu suchen, die ganzen Dateien aufmachen, reinschauen, sondern das System schaut vorher im Index in einer großen Datenbank nach, wo steht es drin und dann bekommt man gleich innerhalb von wenigen Sekunden alle möglichen Treffer aufgelistet. Also wenn ihr euer Windows XP schon ein bisschen in Richtung Windows Vista verbessern wollt, dann nehmt den Google Search her. Eine Sache muss man dazu sagen, seit Version 2 ist das, glaube ich, hat die Google Desktop Search eine Änderung gemacht, also hat Google eine Änderung in der Desktop Search gemacht. Und zwar, sie speichern ihre Daten nicht mehr lokal auf eurer Platte ab, sondern sie speichern sie zentral auf den Google-Servern ab. Das heißt, wer jetzt natürlich sagt, oh, ich habe sensible Daten drauf und das ist mir alles nicht so recht und ich möchte eigentlich meine Daten für mich behalten, der sollte Google Desktop Search vielleicht nicht benutzen, weil, sagen wir so, ich persönlich würde Google vertrauen, aber man weiß ja nie. Genau. Ja, und wer weiß, ob die nicht irgendwann mal für kommerzielle Zwecke verwendet werden. Die nächste News ist, Dell will Alienware übernehmen. Vielleicht kennt ihr Alienware, die Hersteller von diesen futuristischen High-End-Computern. Ja, die sollen jetzt von Dell aufgekauft werden. Und also momentan sind sie in den Verhandlungen. Und ja, lassen wir uns mal überraschen. Dell will vor allem dadurch ihre XPS-Serie, also diese High-End-Gamer-Serie, aufwerten. Weil, also wer die Produkte von Alienware kennt, der weiß, was da zu erwarten ist. Also das sind wirkliche High-End-Maschinen und wirklich sehen auch noch super aus. Als nächstes,
Die Xbox, wer sie noch nicht gesehen hat, die Xbox jetzt ist in einer neuen Version, Xbox 360, seit Anfang dieses Jahres auch in Deutschland erhältlich. Und Microsoft hat sich jetzt eine neue coole Idee. Sag mal, wir versteigern. Wir steigern die Produktion. Wir steigern die Produktion, richtig. Genau, also die Produktion der Xbox 360 wurde hochgefahren. Also Microsoft zielt jetzt wirklich darauf ab, sehr viel davon zu verkaufen. Und ja, es ist eine relativ gute Konsole. Und ja, mal gucken, ob sich das rentiert, was Microsoft da plant. Dann kommen wir natürlich zu der absoluten Top-Nachricht dieser Woche. Wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, letzte Woche haben wir euch von der Cebit einen Ausblick auf Vista gezeigt. Und ja, Vista sollte ja 2006 erscheinen. Nachdem Microsoft natürlich unseren Beitrag angeschaut hat und gesehen hat, wie dieses Programm rumzickt. Er zickt manchmal ein bisschen. Hat Microsoft sich gleich mal überlegt, verdammt, wir können nicht schon wieder ein unfertiges Produkt auf den Markt schmeißen, wo wir innerhalb von 3 Monaten 4 Service Packs rausbringen. Und wir sie verschieben einfach mal Windows Vista auf 2007. Also geplant ist Januar 2007. Lass uns überraschen, wir sind ja auch schon ein bisschen dieses Verschieben gewöhnt. Was natürlich jetzt für die PC-Hersteller, also für die OEM-Hersteller sehr schlecht ist, weil die natürlich damit gerechnet haben, Vista kommt vor Weihnachten raus. Wir können also unsere neuen Rechner mit dem neuen Betriebssystem verkaufen. Jetzt ist natürlich toll, müssen sie ihre Rechner wieder mit einem 4 Jahre alten Betriebssystem oder 5 Jahre alten Betriebssystem verkaufen, was natürlich die PC-Hersteller nicht sonderlich glücklich macht. Wo wir gerade beim Thema Verschieben sind, vielleicht der eine oder andere aus der Spieleszene kann sich daran erinnern, Doom 3 wurde auch so 1 bis 2 Mal verschoben. Ja, nur so ein bisschen. Wo wir gerade beim Thema Gaming waren, die Firma ATI bringt 2 neue Grafikkarten raus, und zwar mit Speicher bis zu 1 GB. Richtige Flaggschiffe also. Also richtig fette Dinger. Wer jetzt sagt, okay, 1 GB habe ich mit meinen 2 SLI-Grafikkarten eh schon, die jeweils 512 MB haben. Dann sagen wir richtig, aber hier könnt ihr die neuen FireGL-Grafikkarten V7300 und V7350 mit jeweils 1 GB Speicher, also in einer Karte, erwerben. Mhm. Also das heißt, wenn ihr die zwei zusammenschaltet, halt ihr 2 GB, und ich denke, da geht natürlich einiges damit. Okay. Ja, was wie du am Anfang schon richtig gesagt hast, unterhalten wir uns jetzt noch ein bisschen über das Sicherheitskonzept bei richtig. Linux und Windows. Tja, was gibt es denn dazu erstmal Grundlegendes zu sagen? Ja, also Grundlegendes gibt es zu sagen, dass man normalerweise, also wenn ich jetzt meine Windows XP CD einlege oder installiere, habe ich erstmal einen Benutzer und der ist Administrator. Das gibt es bei Linux oder bei den meisten Linux-Distributionen grundsätzlich mal nicht. Es gibt zwar einen Root-Benutzer bei den meisten Distributionen, aber der wird im produktiven Einsatz nicht benutzt, sondern es werden eingeschränkte User genommen, mit denen man normalerweise arbeitet. Und wenn irgendwelche Aktionen vonnöten sind, die Administratorrechte brauchen, dann wird man gefragt nach einem Passwort, man muss ein Passwort eingeben und kann dann erst praktisch die möglicherweise zerstörerische Aktion durchführen. Richtig, das ist also auch jetzt, wenn wer sich fragt, das habe ich doch irgendwie gehört, dass Windows das auch kann. Ja, ist richtig, Windows Vista hat diese Funktion auch aufgegriffen und hat sie zum ersten Mal konsequent auch eingesetzt. Das heißt, auch in Windows Vista, wenn ihr Systemdaten verändern wollt, dann müsst ihr jedes Mal wieder euer neues Passwort eingeben. Wo wir gerade beim Thema Windows Vista sind, macOS hat diese Sache auch schon sehr lange, also mal wieder eine der zahlreichen Kopien. Also was ich das erste Mal davon gehört habe, ich bin auch bekennender Windows-User, leider, habe ich mir erstmal gedacht, hier, so ein Mist, da muss ich ja, wenn ich meine Systemsteuerung dann ändere, muss ich dauernd das Passwort eingeben. Mhm. Aber was wir gerade gehört haben, ist es einfach wesentlich sicherer. Man hat im Endeffekt eigentlich nur Vorteile davon. Ich meine, das einmal Passwort eingeben, darüber kann man einfach hinwegsehen. Man hat wirklich viele Sicherheitsvorteile. Man ist einfach sicherer, das ganze System ist somit sicherer, weil man einfach nicht einfach so ein riesen Scheunentor auflässt, wie es bisher bei Windows XP gewesen ist oder ist momentan noch. Vor allem würde ich auch sagen, es ist speziell ganz, ganz toll, da einfach mal die ganzen Trojaner, die es jetzt schon gibt, einfach mal für den Arsch sind. Also man kann sie nicht mehr hernehmen. Richtig. Und ja, gerade wo Windows, wie wir auch vorhin schon öfters mal erwähnt haben, einfach die meisten fiesen Programme, die vom bösen Mann, die böser Name Mann, ja, geschrieben wurden, einfach für Windows sind, also unumgänglich,
Gut gemacht, Microsoft. Also man muss natürlich ganz ehrlich und fair sagen, dieses System, also dieses Modell, ein Admin und eingeschränkte User gibt es auch bei Windows XP, aber bei Windows XP ist die ganze Sache, also man muss es A erstmal händisch einrichten und es ist relativ, ja, es ist relativ unschön zu gebrauchen. Also man muss, also um das wirklich halbwegs komfortabel nutzen zu müssen, muss man externe Skripte sich dazu nehmen, um sich kurzzeitig Adminrechte zu geben. Und das ist alles nicht wirklich angenehm gelöst. Und aus dem Grund ist das halt so ein bisschen Minuspunkt für Windows XP oder Versionen davor. Ja, richtig. Standardversion, bei der Standardversion ist es eben so, wenn wir einen benutzten User eingerichtet haben, haben wir das Problem, wenn wir irgendwas installieren wollen oder irgendwelche größeren Systemänderungen vornehmen, dann kriegen wir ein Pop-up und das heißt, Sie haben nicht die benötigten Rechte, loggen Sie sich als Administrator ein. Oder ich muss halt das Programm wirklich explizit rechte Maustaste ausführen als Benutzername des Administrators eingeben, Passwort des Administrators eingeben, OK klicken. Und also wie gesagt, ist einfach nicht für den normalen User gebräuchlich umgesetzt. So, zum anderen haben wir auch schon gehört, Firewall. Wieso nehmen wir überhaupt Firewalls her, wenn alle Ports eh schon zu sind? Ja, dass alle Ports zu sind, das kennt Windows auch nicht so wirklich, also zumindest bisher noch nicht so wirklich. Also was bei macOS und was bei Linux normal ist, dass die Ports zu sind, dass man einfach seine Ruhe von außen hat, das ist bei Windows bisher nicht Standard gewesen. Also man hatte bisher einfach das vorher schon genannte offene Scheunentor und da konnte jeder rein und das hat Microsoft dann auch erst im Service Pack 2 von Windows XP mit der Windows-eigenen Firewall gelöst. Richtig. Ja, also wie gesagt, die meisten Schädlinge sind vorhanden für Windows XP oder Windows NT-basierende Systeme und von daher sind viele der Sicherheitsvorkehrungen auf den Betriebssystemen macOS und Linux einfach nicht nötig. Aber ich denke mal, mit Windows Vista werden da sehr viele Lücken zugemacht. Also ich bin da selbst als Mac-User doch sehr zuversichtlich. Gut, jetzt haben wir so einen kleinen Einblick bekommen, worin sich die Systeme unterscheiden. Wir haben uns den Spyboard Search and Destroy angeschaut. Richtig. Da viele vor unserer jetzigen Show noch keine Ahnung hatten, wie sie ihr System einigermaßen sicher machen und vielleicht hin und wieder unendlich viel Mist auf ihrer Platte installiert haben, die sie natürlich von dem bösen Mann erhalten haben. Natürlich. Haben wir euch den Search and Destroy vorgestellt und ich würde sagen, schaut euch den jetzt mal an. So, wir befinden uns hier wieder im Microsoft Windows XP Betriebssystem und gerade bei Windows passiert es ganz oft, dass man bei irgendwelchen Free- oder Shareware-Applikationen zusätzlich nützliche Tools bekommt, die einen zum Beispiel ausspionieren oder einem Werbung einblenden oder sonst irgendeinen Kram machen. Die kommen immer von einem Mann. Genau. Böser Mann, Vorname böser, Nachname Mann. Wie bei James Bond. Richtig. So, um das zu umgehen, holen wir uns Spyboard Search and Destroy. Spyboard Search and Destroy gibt es bei safer-networking.org. Da gehe ich mal hin. Deutsch. Herunterladen. Ich möchte ihn mir hier herunterladen. Und sage nochmal hier herunterladen. Und nochmal Download Now. Und gleich fängt der Download an. So, auf der Festplatte speichern möchte ich das Ganze. Und er fängt an zu laden. Geht ganz fix. Sind nur 4,8 MB. Selbst mit einer ISDN-Leitung ist das Ganze zu machen. So, sobald der Download fertig ist, kann ich aus dem Firefox direkt den Installer starten. Weiter. Ja, ich lese mal kurz wieder die Zinsvereinbarung durch. Sind okay, akzeptiere ich. Weiter. Das vorangestellte Verzeichnis ist meistens okay. Updates möchte ich sofort herunterladen und weiter geht's. So, es wird eine Programmgruppe erstellt im Startmenü. Das ist natürlich sehr praktisch. Weiter geht's. Desktop-Symbole. Wenn man den Internet Explorer nutzt, was wir, wie ihr aus der ersten Sendung wisst, nicht empfehlen, könnte man sich den SD-Helper installieren. Und die Systemsteuerung kann man mit dem T-Timer installieren. Das sind kleine Programme, die laufen im Hintergrund und machen das System etwas sicherer. Lass ich mal alles, ist alles okay und los geht's mit installieren. So, Spyboard lädt sich jetzt noch Updates runter. Geht mit einer anständigen Leitung auch ganz fix. Und die Dateien werden ausgepackt, installiert. Und wir installieren noch die Detection Rules, also die neuen Erkennungsregeln.
Spybot-Destroy wollen wir starten, den T-Timer wollen wir auch starten. Wir könnten den Spybot auch alternativ direkt hier über den Desktop starten. Fertigstellen. Und gleich startet der Spybot. So. Das ist okay. Man sollte sich durchlesen und weiter geht's. Man kann jetzt eine Systemsicherung anlegen, um eventuell entfernte Programme, die das System nachher lahmlegen, weil sie nicht mehr da sind, wieder rückgängig zu machen und wieder herzuholen. Machen wir jetzt in dem Fall nicht, weil wir wissen, dass alles okay ist. Weiter. Jetzt suchen wir gerade nochmal nach Updates, dass wir auf jeden Fall auf dem neuesten Stand sind. Wieder ein Cut. Scheiße. Passt schon. Das soll erst so wunderbar funktionieren. Okay, so sind wir. Hattest du die Updates gerade geladen? So, keine Updates wurden gefunden. Klar, wir haben ja auch gerade erst bei der Installation neue Updates gesucht. Wir machen nochmal weiter. Jetzt können wir das System noch immunisieren. Ist recht praktisch. Da werden einige Einstellungen gemacht, damit das System grundsätzlich immunisiert ist und sich ein paar Produkte nicht installieren können. Wir sehen hier 9370. Bedrohliche Produkte sind nun blockiert. Also die können nun nicht mal installiert werden. Und die alle von einem Mann, denkt immer dran. Wie gesagt, böser Mann. So, wir wollen das Programm jetzt benutzen. Updates wollen wir nicht wieder herunterladen. Wir wollen auch keine Updates suchen, sondern wir wollen Search and Destroy machen. So, wir überprüfen das System. Die Überprüfung startet jetzt. Und Spybot Search and Destroy sucht aus über 35.000 Datensätzen. Wir sehen es hier unten, 36.386. Sucht ihr jetzt böse Programme, die auf unserem Rechner laufen. Das kann natürlich einen Moment dauern. 36.000 böse Programme sind eine ganze Menge. So, der Scan ist fertig. Wir haben ein paar Adware-Programme vorbereitet, dass man noch ein bisschen was sehen kann. Man kann sich hier, wenn man darauf klickt, weitere Informationen zu den gefundenen Adware-Produkten anzeigen lassen. Es ist absolut normal, in Anführungszeichen absolut normal, wenn man 70, 100 oder mehr Adware-Produkte findet, wenn man das System schon eine Zeit lang benutzt. So, wenn man jetzt sagt, ach nee, ich brauche Gain-Gator unbedingt, sollte man den Haken hier rausnehmen. Anderweitig einfach die ganzen Haken drin lassen, markierte Probleme beheben, Ja sagen und Spybot Search and Destroy tut, was er tun soll. Er searcht und destroyt. Bash! Woo! Dauert natürlich einen Moment. Bei manchen Programmen ist es ab und zu nötig, einen Rechner neu zu starten. Wie man hier sehen kann, weil die Programme möglicherweise noch laufen. Dann würde jetzt bei Search and Destroy beim nächsten Start, bevor Windows wirklich startet, sich aktivieren und diese Programme entfernen. So, da Probleme konnten nicht behoben werden. Das ist nicht weiter schlimm. So. In dem Fall Gain Gator. Das wird dann beim nächsten Start automatisch gemacht. Spybot Search and Destroy hilft einem hier sehr gut weiter und leitet einen sehr gut durch den ganzen weiteren Prozess. Man kann das System möglicherweise noch weiter immunisieren. In dem Fall nicht. Sollte man ab und zu probieren, wenn man sich neue Updates gezogen hat, kann es sein, dass es neue Immunisierungen für das System gibt. Updates bekommen wir einfach über Update. Nach Updates suchen, Updates herunterladen, wenn man sie vorher angeklickt hat. Zum Beispiel hier, Deutsch Descriptions, Updates herunterladen, Updates werden heruntergeladen, installiert. Und dann hat man gleich die neueste Version. So viel zum Programm Spybot Search and Destroy. Probiert's aus, ist sehr praktisch und sollte man wirklich auf jedem Windows-Rechner mal laufen lassen. Es ist immer wieder überraschend zu sehen, wie viel Kram man im System hat, den man eigentlich gar nicht braucht. Da sind wir wieder. Ihr habt mich ein bisschen beim Fremdgehen auf Windows XP beobachten können. Spybot Search and Destroy. Ladet euch den mal runter. Also das ist wirklich super. Man findet. PowerBook ist übrigens dreimal abgestürzt währenddessen. Ist ein bisschen zickig. Das ist eine Lüge. Du bringst dich schon zum Konzept. Ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall wollten wir euch den Adware noch vorstellen.
Den habe ich, nachdem wir jetzt Windows gesehen haben. Den Adware? Oh, den Adblock. Adblock Plus. Ja, Adblock Plus. Nachdem wir jetzt Windows gehabt haben. Richtig. Zeige ich euch den Adblock Plus auf einem Betriebssystem, das so sicher ist, dass wir fast nichts gefunden haben, was wir vorstellen können. Aber gegen die hässlichen Pop-ups ist auch Linux nicht gefeit. Richtig. Wie letzte Woche angekündigt, befinden wir uns jetzt in unserer neuen Rubrik Another Show, Another Firefox Plugin. Und da ihr es bestimmt genauso nervig findet wie ich, wenn irgendwelche Werbebanner aufpoppen, haben wir für euch vorbereitet heute den Adblock Plus. Ich befinde mich wie immer auf der Ubuntu-Oberfläche und zeige euch mal, wie man diesen Adblock Plus installiert. Dafür starte ich den Firefox und gehe wie bei jeder anderen Erweiterung auf Extras, Erweiterungen, anschließend auf Erweiterungen herunterladen. Wir haben den Adblock Plus gewählt und nicht den normalen Adblock. Der Adblock Plus von Haus aus auch Flash Layer Ads blockt, also diese sehr nervigen Werbung, die sich einfach als eigene, sag ich mal, Ebene über den aktuellen Content schieben. Dann suche ich nach Adblock und finde da die Standardversion und ein bisschen weiter unten den Adblock Plus, den ich auch sogleich installieren werde, wie immer über den lustigen Install Now Button. Ich kann auch überprüfen, ob er installiert wurde, indem ich auf Erweiterungen gucke. Jawohl, beim nächsten Start ist er aktiviert. Ich restarte den Firefox. So, auf den ersten Blick hat sich nicht viel verändert, aber rechts unten befindet sich ein neues Icon, der Adblock, und genauso auch hier ganz klar sehen, Adblock Plus ist aktiviert. Diesen kann man auch deaktivieren. Jetzt will ich euch erstmal zeigen, woran erkenne ich, dass mein Adblock aktiviert ist. Ich gehe mal auf eine Game-Zeitschriften-Herstellerseite, die wir alle kennen und die auch mit vielen Werbebannern belegt ist. Da wir jetzt den wunderbaren Adblock aktiviert haben, werden wir gleich sehen, dass es kaum noch Werbebanner gibt. Wie ihr seht, es gibt von der Webseite eine Premium-Version, die werbefrei ist. Wir machen uns die Premium-Version kostenlos. Wow! Sollte der Adblock noch einen Banner nicht erkannt haben, kann man hier auf das Icon Adblock drücken, worauf sich was öffnet, und ihr könnt einfach den Filter hinzufügen und in Zukunft wird dieses Banner nicht mehr angezeigt werden. Das heißt, wenn ihr öfters auf die Seiten surft, habt ihr die Werbebanner nur einmal. Wie ihr jetzt sehen könnt, ist es weg. Normalerweise wäre auf GameStar.de ein Layer-Ad, also ein riesen Werbefenster, das sich jetzt über alles drüber schieben würde. Das kommt jetzt auch schon nicht mehr. Premium-Version kostenfrei, das nenne ich mal Upgrade. Gut, wir haben euch jetzt gezeigt, wie ihr Premium-Webseiten kostenlos abonnieren könnt. Wow. Danke, Adblock Plus. Super Programm, wir nehmen es beide her und es ist wirklich nützlich, man wird nicht ständig von diesen Pop-Ups genervt. Aber leider war es das für heute schon wieder von unserer Show. Ja, wir kommen aber wieder. Ja, und das ist keine Drohung. Das ist richtig. Aber wir haben auch schon lustige Themen für nächste Woche ausgedacht. Richtig. Und zwar das Hauptthema ist E-Mail und E-Mail-Verschlüsselung, also ja, alles, was man sich darunter vorstellen kann. Genau, jetzt denkt sich jeder, SSL, das habe ich doch letztes Mal schon gehört, aber SSL ist keine E-Mail-Verschlüsselung. Das ist nur eine Verschlüsselung der Übertragungsart. Lasst euch überraschen, worum es das nächste Mal geht. Abonniert uns, dann kriegt ihr die neueste Show sowieso automatisch. Nehmt an dem Gewinnspiel teil. Richtig, das ist ganz wichtig. Und wir sehen uns, oder ihr seht uns, nächste Woche wieder, würde ich sagen. Ja. Also, bis dann. Ciao. Tschüss.